Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Lars Martin Becker von German Rugby Supporters. Ich befinde mich hier in Mainz-Brezenheim, der Heimat vom Rugby Club Mainz. Hier findet heute seit 11 Uhr, genauer gesagt bis um etwa 15 Uhr, das erste Auswahltraining des Rugbyverbandes Rheinland-Pfalz statt. Insgesamt 20 Frauen haben sich angemeldet und nehmen jetzt an diesem Auswahltraining teil, um einen der begehrten Plätze der Auswahlmannschaft zu erhalten. Ziel wird es sein, bei insgesamt 5 Auswahltrainings eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die bei den Landesverbandsmeisterschaften im Sommer, etwa Juni, Juli werden die sein, teilzunehmen und ein recht erfolgreiches Turnier zu spielen, die anderen Mannschaften zu ärgern. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den kommenden Schnipseln und Ausschnitten. Euer Lars. Erstmal alle willkommen. Ich würde sagen, die Leonie sagt erst ein paar Worte. Die Kim ist eure Übersetzerin. So we first do everything in German and then Kim is translating in English. I'm gonna try my best. Okay, ja, schön, dass so viele von euch hier sind. Ich bin Leonie, mit der irgendjemand von euch dann auf einem Team E-Mail Kontakt hatte. Ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid an diesem wunderschönen Januarmorgen. Und wir werden jetzt schön trainieren mit dem René und dann eine kleine Pause machen und heute Mittag dann noch ein bisschen zocken. Und ich hoffe, ihr seid alle motiviert und wir haben ein geiles Leben heute. Okay, so her name is Leonie. She's really happy that all of you are here on this wonderful day and she's the one somebody had contact with. And we're gonna first of all gonna train with him, that's René. And after training we're gonna have a small break and then we're gonna play. Ich bin der René, ich bin Rugby-Trainer seit ungefähr 12 Jahren, habe letztes Jahr mit Hessen die Siebener-Meisterschaft gewonnen. Dieses Jahr wollen wir mit den Mädels in Rheinland-Pfalz versuchen, eine regelmäßige eine Basis für eine Auswahl zu schaffen. Es wird so ablaufen, die ersten beiden Trainings ist jeder immer willkommen von allen Vereinen und dann entscheiden wir, ob wir aussortieren oder nicht. Wenn alle gut sind, dann nehmen wir einfach alle mit und entscheiden dann vor dem Turnier eben. Genau. Okay, I'm trying to remember all this. He's René, he's our trainer. He is training since 12 years and he also won the 7th tournament with Hessen last year. And he's gonna do the trainings with us. He's gonna try to like find the best people from Rheinland-Pfalz. So we're gonna have the first 2 trainings, which like everybody's invited, everybody can come. And afterwards we're gonna like pick and choose, maybe gonna pick and choose who are the best, who's gonna come to the third one. But if everybody's good, like everybody's gonna come. Eine Sache noch, wir haben noch einen Co-Trainer, den Michi, der hat mich heute Morgen leider angerufen, der ist krank und kann heute nicht kommen. Okay, now we have a second trainer, but he's ill, he's not coming today, his name is Michi. Okay, zuerst kurzes Spiel, damit alle sich kennenlernen, oder was heißt kurzes Spiel. Hier einmal der Runde bitte eine Vorstellung, Name und eine Sache, die man sich über euch merken muss. Okay, so we're gonna introduce ourselves and we're gonna say our name and something that we should remember, like that's rememberable about us. I don't really know what to say. Okay, my name is Kimberly and I'm half American. That's okay. Double the accent. My name is Leonie and I like to party. We know. I'm Steffi. I'm definitely a rugby veteran. I've been playing for more than 10 years. My name is Gary, and my spirit animal is a porcupine. Stoppa Schwein. My name is Monica, they call me Mo, and I love mimosas. My name is Crystal, my last name is Tulip, so just think of the flower. My name is Jess, and I'd say my alter ego is Jess the Mess. My name is Naomi. I'm a pilot. Oh, nice. My name is Naomi, and I like rugby. My name is Melody, and I'm a personal trainer. My name is Justice, and I'm sorry about my face. It's a running joke with everyone at work, because I have a horrible face. It's always angry. My name is Carol, and I like to dance. My name is Leonie, and I'm from Chia. My name is Dom,
rugby is the only sport I've ever played. My name is Katie, and I only started playing rugby when I moved to Germany a few years ago. My name is Miri, and my second name is Arnold, like Arnold Schwarzenegger. My name is Pia, and I'm little Pia in life. I'm Selena, and well, I'm a ginger. My name is Leonie as well, like, but maybe now I'm establishing because she said her name is Leonie, I'm Leo now. Yeah. But so now I'm officially What? Okay, we will find a nickname. No, then I'm Yoda. Because someone made it up that my name should be Yoda, I don't even remember why. And now I'm trying to establish this. Yoda. Okay. I'm Renee, and I'm definitely the slowest rugby player on the field. First of all, we just run one round around the pitch, just with balls, get a little bit warm. Hey, come together, quickly. Could you please split into two groups? Okay, we start like this. Okay, try to bring your arms inside. Yeah, come on. Okay, go on. When are we supposed to start trying to go? Heute findet das erste Auswahltraining statt. Insgesamt soll es 5 weitere Auswahltrainings geben. Was ist Sinn und Zweck des Auswahltrainings? Ja, Sinn und Zweck ist, dass wir kurzfristig eine Mannschaft bei den Landesverbandsmeisterschaften im Juni stellen können mit dem Rheinland-Pfalz Damen-7er-Team. Mittelfristiges Ziel ist, dass wir es den Spielern ermöglichen, eine Basis zu schaffen, auf der sie dann sich für die deutsche Nationalmannschaft qualifizieren können. Das heißt also im ganz kleinen Anfang und nach Möglichkeit ganz nach oben vorarbeiten. Genau, das ist unser mittelfristiges Ziel und längerfristig wollen wir natürlich den Rugby-Sport in Rheinland-Pfalz dadurch stärken. Aktuell oder heute Morgen nehmen hier 20 Damen am Auswahltraining teil. Alle Damen kommen aus Vereinen von Rheinland-Pfalz. Wenn eine Dame mitmachen möchte, beziehungsweise sich zum nächsten Training empfehlen möchte, wie kann sie mit dir Kontakt aufnehmen oder kann sie überhaupt noch einsteigen? Ja, unsere Frauenwartin Leonie Fied, die das Ganze organisiert hat, die hat alle Vereinsvertreter angeschrieben und die werden das an ihre Mannschaften weitergegeben haben, so wie ich das gesehen habe. Wir haben aus jedem rheinland-pfälzischen Verein mit einer Damenmannschaft eine Spielerin anwesend, also wahrscheinlich am besten einfach selbst den eigenen Trainer ansprechen. Also vom Grundsatz her gibt es keine Limitierung. Je mehr mitmachen, desto besser, umso größer ist die Auswahl. Ja, wir haben jetzt die ersten beiden Trainings als offene Trainings gestaltet, damit ich persönlich sehen kann, wen haben wir in Rheinland-Pfalz, wo ist das Niveau. Und dann werden wir entscheiden müssen, ob wir dann selektieren oder ob wir sagen, wir nehmen alle mit ins Boot und entscheiden dann kurz vor der Landesverbandsmeisterschaft, wer mit kann. And then